Hey Leute, ich dreh durch. Das hier ist Anlauf Nummer 2. Ich war im Vlog schon relativ weit, bis ich gemerkt habe, dass die Kamera nicht läuft. Naja, los geht's. Was heißt, Kamera läuft nicht? Die Software lief nicht. Ich zeichne das mit einer Software auf und ich dachte, ich habe auf Aufnahme gedrückt und habe angefangen zu labern. Ich war schon relativ weit. Und jetzt muss ich versuchen, mich daran zu erinnern, was ich alles schon so gelabert habe, denn meine Vlognotizen sind dieses Mal irgendwie winzig. Ich habe sie irgendwie nicht fertig gekriegt und ich habe es noch nicht gemerkt. Ich habe es eben in dem Moment gemerkt, als ich auf Start gedrückt habe und habe dann gemerkt, oh, da fehlt ein bisschen was. Aber es gibt so ein paar Standards, an die ich mich grundsätzlich so erinnern sollte, immer. Nämlich zum Beispiel, dass Timo ein Herzchen ist, weil er uns wahrscheinlich die Timestamps schreibt. Er schreibt uns wahrscheinlich die Timestamps. Davon gehe ich aus. Das wird der erste Kommentar sein, der hier unten angepinnt ist. Und darin findet ihr dann so verschiedene Sektionen von dem, was ich so laber. Ja, danke Timo. Wenn ihr den Kommentar seht, gebt einen Daumen hoch und lasst ihm irgendwie ein Lob da. Ich finde es cool von ihm, dass er mich da so unterstützt. Vielen Dank. Wo wir auch schon durch sind, aber ich lasse den Bumper natürlich trotzdem laufen, ist es folgendes. Hurra, Bier, endlich Bier. Ich bin schon dabei, es zu vernichten. Es ist ein Lübser-Pilz und das hat mir Folango bei Raphael bei Steampunk in Saarbrücken im Laden hinterlegt. Er kommt aus Mecklenburg und zwar aus Lübz. Tatsächlich. Ist Lübzer? Es kommt aus Lübz. Verrückter Name. Und das ganze schöne Ritual, was wir sonst haben mit Einschenken und so. Ja, das habe ich versaut. Das ist jetzt irgendwo im Cyberspace. Es ist verloren, sondern es ist bereits hier in diesem Glas. In diesem Glas fehlt auch schon ganz gut was. Ich schenke einfach mal noch ein bisschen nach. Und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, es hat eine super angenehme Herbe. Nicht so hart, also das. Was Pilz angeht, kann ich mir so, das Herbste ist für mich sowas wie Carlsberg-Urpilz oder Jever. Und das hier ist sehr ausgewogen und zwar deswegen, weil der Hopfen, der drin ist, das Malz, das drin ist, relativ süß daherkommt. So ganz kleines bisschen malzbiermäßig hinter einem gut betonten Hopfen. Und das ist einfach ein gutes Bier, so, Punkt. So, kein fancy schmancy oder sowas. Nee, einfach ein gutes Bier. Ein sehr leckeres Bier. Ja, zischt wie Apfelsaft, sagt man. Ich muss jetzt mal runterkommen. Ich habe jetzt gerade eben gemerkt, dass ich das alles hier versemmelt habe. Ich ziehe mal in Ruhe. Es ist ja gerade irgendwie Corona. Und eigentlich kann ich das Thema nicht mehr hören, aber andererseits ist das Thema halt auch super wichtig, weil ja, es geht nirgends mehr um irgendwas anderes. Du machst das Fernsehen an, schaltest da durch, Corona, Corona, Corona. Ich habe mir eben Podcast angemacht, sie labern über Corona, über alles die Scheiße. Und es ist halt ein wichtiges Thema. Aber es gibt Dinge, die fangen dann echt an zu nerven. Ich meine, ich habe heute gelesen, Baden-Württemberg wird jetzt auch Veranstaltungen über 1000 Personen absagen. Oder sie haben es zumindest vor. Es ist wohl noch nicht passiert. Aber wenn dem so ist, und es wird kein Zeitrahmen genannt, und ich glaube, es ist auch schwer, einen Zeitrahmen zu nennen, wenn man nicht weiß, wann ist diese Pandemie wieder vorbei. Dann wird es schwierig mit der Hall of Fame, beispielsweise. Und das wäre sehr, sehr traurig, weil ich mich sehr auf die Hall of Fame freue, wie eigentlich alle, weil alle wissen mittlerweile, Hall of Fame ist
das coolste Event des Jahres, was Dampferei angeht. Und das wäre super, super schade, wenn das ausfällt. Und da kann man im Moment eigentlich nichts mehr machen, außer Daumen drücken. Ja, mehr geht nicht. Weil niemand kann es beeinflussen. Und ich glaube, gerade für die Messeleitung ist das halt ein richtig herber Verlust, weil die wirklich ein ganzes Jahr dafür arbeiten, damit das passieren kann, damit sie internationale Gäste haben. Und es wird für alle scheiße sein. Es wird für die Aussteller kacke sein. Es gibt garantiert genug Firmen, die haben bereits ihre Flüge gebucht. Die würden sie absagen müssen, wenn es soweit kommt. Ich kann dem Team rund um ihrer und ihrer selbst nur komplett die Daumen drücken, dass das alles glatt läuft. Und ich würd mich sehr, sehr freuen, wenn es glatt läuft. Wäre schade, wenn es nicht stattfindet. Ja. Passieren auch so wahnsinnig dumme Dinge, ne? Meine Nichte arbeitet bei einer großen Lebensmittelkette und da werden in den Geschäften von den öffentlichen Toiletten die Handdesinfektionsflaschen geklaut. Wie dumm kann man sein, wenn man, ich meine, wenn man Panik vor Corona hat, dann sollte es einem sehr am Herzen liegen, dass alle sich desinfizieren können. Stattdessen horten Leute diese Scheiße zu Hause. Das ist mir nicht, also ich meine, das Problem ist ja nicht zwischen dir und deiner Hand, sondern das Problem ist ja alle, die miteinander, deswegen sollte es halt für alle verfügbar sein. Und wenn es wenigstens egoistisch wäre, was passiert, aber egoistisch wäre, mehr Handdesinfektion in den Laden reinzutragen, damit es für mehr Leute verfügbar ist. Denn dann hilft einem selbst mehr. Alles sehr bescheuert momentan. Alles ein bisschen aus den Fugen. Ach ja. Prost. Auf euch und auf Folango. Vielen Dank. Was steht noch so in meinen Notizen? Bier! Ich habe auf YouTube eine Doku gefunden von Terra X. Und zwar die Geschichte des Biers. Es geht um Bier. Wie ist Bier entstanden? Wer trinkt Bier? Wem hat das schon das Leben gerettet? Wen hat es schon umgebracht? Und so weiter und so fort. Die komplette Geschichte des Bieres von den Ägyptern bis heute. Ich versuche dran zu denken, euch das hier unten auch zu verlinken. Ansonsten findet ihr es Terra X Bier. Es ist immer ein bisschen schwierig. Ich muss ja am Schluss, wenn ich hiermit fertig bin und fange an, das Video hochzuladen, mich nochmal irgendwie dran erinnern, was habe ich denn gesagt, was ich verlinken würde. Und meine Strategie momentan ist, ich gucke das Video einfach in doppelter Geschwindigkeit nochmal, während ich auch schon die Thumbnails am Bauen bin. Und immer wenn dann so ein Ding kommt mit, verlinke ich euch, mache ich schnell irgendwie eine Notiz und knall das in dieses Beschreibungsfeld mit rein. Kann aber halt auch sein, dass mir da zwischendurch mal was durchrutscht. Also von daher, sorry deswegen. Goldene Moderationsbrücke. Wo ihr auch Beschreibungen finden könnt, ist unter dem Podcast, den es jetzt neuerdings gibt, wenn dieses Video online geht. Es gab ein paar Anfragen, ob ich nicht vielleicht die Videos auch als Podcast rausbringen könnte, denn dann kann man sie gemütlich im Auto konsumieren. Das Doofe ist, bei YouTube kann man das Handybild nicht abschalten. Wenn man bei YouTube das Handybild abschaltet, geht das YouTube-Video aus. Das ist ein bezahltes Feature von YouTube. Und da kam dann eben die Anfrage, ob ich nicht daraus auch könnte einen Audio-Podcast machen, denn das wäre einfacher zu konsumieren. Und ich dachte so, ja, warum eigentlich nicht? Ich gucke mir mal an, wie es funktioniert, das so zu tun. Ich habe das jetzt bei Anchor FM heißt die Seite gemacht. Da kann man kostenlos Podcasts hosten und die verteilen das auch kostenlos in verschiedene Netzwerke. Also das ist jetzt irgendwie bei Spotify mit drin und bei vielen verschiedenen Diensten. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal Spotify und den RSS-Feed von Anchor FM, wenn ihr es mit eurem eigenen Podcatcher hören wollt. Wie das mit iTunes ist, weiß ich nicht. Nutzen Leute überhaupt noch? Ja, Leute nutzen noch iTunes, um sowas zu hören, oder? Trägt man auch nur ein RSS-Feed ein? Ich kenne mich da nicht aus. Auf jeden Fall, falls ihr schon zu denen gehört, die jetzt gerade zuhören, herzlich willkommen im Audio-Feed. Finde ich cool. Wenn es um Podcasts geht, sollte ich auch noch ein
Shameless Plugging betreiben, ein bisschen Werbung. Denn Simon vom Kanal VSI hat mit seinem eigenen Podcast begonnen und es sind schon 5 Folgen. Er war da recht flott. Vorletzte Worte heißt der und es geht um Politik. Simon ist ein sehr politischer Mensch mit einer sehr starken Meinung und er hat jetzt diesen Podcast begonnen und es geht um Politik. Es geht mal um mehr, mal um weniger brisante Themen, aber es ist immer sehr interessant, sie aus seiner Sicht zu hören. Wir stimmen nicht immer zu 100% überein, was Politik angeht. Wir haben da schon mal eine konträre Meinung. Das ist aber nicht weiter wild, denn seine Meinung ist immer eine gut begründete. Und das mag ich sehr. Er ist niemand, der einfach mal losrantet oder sonst was, sondern Simon hat eine begründete Meinung. Und es ist immer wert, egal aus welcher Richtung sowas kommt, sich eine gut begründete Meinung anzuhören. Verlinke ich auch hier unten. Er hat auch eine Webseite dazu gemacht, vorletzte-worte.de. Schaut dort vorbei und hört rein. Ich finde tatsächlich, es lohnt sich. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich eben schon erzählt habe und was nicht, beziehungsweise was ich jetzt hier schon erzählt habe, was ich eben auch schon erzählt habe, habe ich euch von diesem Akkuträger erzählt. Das ist der Council of Vape Xion, heißt das Ding. Der sieht so aus. Kriegen wir was Scharfes? Kriegen wir den scharf? Kriegen wir den echt nicht scharf? Den kriegen wir scharf. Den gibt es wohl schon länger. Der ist, glaube ich, 2 Jahre alt oder so. Und der war in einem Paket drin, was ich bei Afex ersteigert habe. Afex, Auktion für einen guten Zweck, haben auch angefangen, auf Twitch ihre Auktionsaktionen live zu übertragen. Denn das hat bei Facebook nicht mehr hingehauen. Facebook hat gesagt, hier, das ist, was ihr da macht, das ist ja Verkauf von E-Zigaretten. Verkauf von E-Zigaretten, das machen wir nicht mehr. Das machen wir kaputt. So, ist kaputt. So, Ja, dann haben sie sich gedacht, Facebook, fickt euch. Wir gehen rüber zu Twitch. Denn da funktioniert sowas. Und da gibt es auch eine Community. Also, scheißen wir auf euch, wir gehen da rüber. Und genauso hat Social Vapers jetzt auch gemacht. Das sind 2 Twitch-Kanäle, die euch auf jeden Fall anschauen solltet, weil es um Charity-Auktionen geht. Es geht darum, Menschen in Not zu helfen, Menschen zu unterstützen. Und man kann dabei eben Hardware ersteigern, man kann Liquids ersteigern, man kann Zubehör rund ums Dampfen ersteigern. Und ich finde das eine coole Sache. Sowas gibt es ja schon länger. Charity Line ist ja was Ähnliches. Afex und Social Vapers machen es halt in einer absoluten Regelmäßigkeit. Also ich weiß nicht wie oft, aber ich glaube, da kommt alle paar Wochen etwas. Und bei diesem Twitch-Stream war ich eben auch dabei. Ich konnte Christian irgendwie einen Tag vorher noch ein bisschen bei der Einrichtung von seinem OBS und so helfen. Und habe das ersteigert. Und über diese Box werde ich, glaube ich, nächste Woche was erzählen. Ich werde sie jetzt einfach mal eine Woche nutzen. Sie ist, wie gesagt, nicht mehr so frisch. Also, es ist natürlich Neuware, was ich ersteigert habe. Aber die kam, glaube ich, vor 2 Jahren raus. Aber sie funktioniert so, wie sie soll. Und nicht nur, dass sie funktioniert, wie sie soll. Sie hat so 1-2 Besonderheiten. Und das ist auch ein Grund, sie zu zeigen. Es war ein Kit. Es ist noch ein Verdampfer mit dabei gewesen. Und das Kit alleine ist gelistet mit 85 Euro neu in Deutschland. Dazu gab es noch 3 Nebelfähnchen-Liquids. Und das Ganze habe ich für 55 Euro ersteigern können. Höher konnte ich gar nicht bieten, weil da waren wir am oberen Rand. Und es kann sich echt lohnen, bei solchen Versteigerungen mitzumachen, um auch mal einen Schnapper zu machen. Und gleichzeitig tut man noch was Gutes. Also kann ich empfehlen, guckt bei sowas rein. Download, Explosion in der Bus-Up. Ach komm. Einfach mal ein neues Thema. Damit wir mal ein bisschen mehr an den Dampfspaß drankommen. Ich war vor
anderthalb Wochen beim Dampfsport-Dojo zu Gast. Das passiert immer mal wieder, falls bei dir niemand ausfällt und dann kann es auch mal sein, dass ich da in die Sendung mit reinrutsche. Und in dem Fall war das so. Und Thomas kam irgendwie, wir kamen irgendwie auf das Thema Milkman. Milkman ist eine, ich glaube, eine Ami-Liquid-Marke. Ja, es wird Ami sein. So wie es aussieht, ist es Ami. Und so wie es auch in die Zeit passt, ist es Ami, die vor einiger Zeit ziemlich populär war mit teuren Premium-Liquids, die so in weißen Tropferflaschen kamen, die einfach super cool aussahen. Das Logo sieht auch super geil aus. Und die hatten als Marketing in Läden immer so kleine Kühlschränke stehen, die aussehen wie uralte amerikanische Retro-Kühlschränke. Fand ich super sexy. Hätte ich immer gerne gehabt. Und in dem Stream stellt sich raus, Thomas hat noch so einen zu Hause. Und ich war ein bisschen neidisch. Und Thomas meint so, ich brauch den nicht. Also wenn du den willst, schick ich dir. Und ich so, ja, geil. Ja. Und ich mach hier mal Platz. Weißt du, den hat Thomas mir geschickt. Das ist The Milkman Kühlschrank. Ein Mini-Kühlschrank im 60er Jahre Diner Design. Er hat einen funktionierenden Türknauf und hier kann man aufmachen. Und hier fällt auch schon Zeug raus, denn Thomas hat mir nicht nur das Teil hier zugeschickt, er hat das ganze Paket ausstaffiert mit Liquids. Und welche das sind, werden wir uns auch angucken. Und ich werde einfach auch ein paar davon verlosen, weil es ist zu viel. Und ich habe hier auch noch Zeug, mir wurde auch Zeug zugeschickt, das packen wir alles zusammen, Päckchen und verlosen das nachher. Außerdem hat er mir dazu gepackt den Ryujin Elder Dragon von Wotofu. Das ist ein RDA. Und Ryujin ist wohl ein japanischer Reviewer. Mit dem zusammen haben die das gemacht. Es ist krass, wie sich diese Review-Geschichte so über den ganzen Planeten verbreitet hat. Es gibt überall Reviewer. Ich hab einen Reviewer aus dem Iran oder so gesehen, wo du so denkst, ach krass, ich kann nicht sehen, was er schreibt. Ich kann nicht verstehen, was er sagt. Aber der ist anscheinend Dampfer und er macht das cool. Er sieht das auch als so ein Lifestyle-Produkt und er macht YouTube. Das ist crazy. Anscheinend hat sich das so weltweit fortgepflanzt. Und ich finde, den können wir heute mal probieren. Ich gucke mal gerade, ob das mit den Kameras hier so passt. Ich glaube, das geht. Sollte gehen. Gucken wir mal. Ja, ja, ja. Also, ist gerade ein bisschen doof. Ich habe ja auch mit Twitch angefangen und habe mir jetzt verschiedene Setups gebaut. Und ich muss für diese Setups immer so ein bisschen hin und her bauen. Und ich musste jetzt für den Vlog die Kamera von da hinten, wo mein Rechner ist, an dem ich programmiere und dann die Twitch-Streams mache, nochmal hierher bauen. Und dann ist mir aufgefallen, der Arm, auf dem die Kamera ist, ist normalerweise der Arm für die zweite Kamera, die hier steht. Jetzt ist der aber da hinten und das wollte ich nicht wieder umbauen. Jetzt habe ich hier ein neues Mini-Stativ stehen und das ist nicht so 100% optimal, aber wir werden klarkommen. Ich meine, ihr seht ja was. Ich muss gucken, dass es nicht zu sehr spiegelt. Das ist der Ryujin von Wotofu in der wunderschönen Farbe Rainbow. Wow. Warum schneidet denn das Messer so gar nicht? Was ist das denn für ein Kack? Die haben mir gesagt, Opinel ist gut. Opinel ist stumpf. Ich müsste mal lernen, wie man Messer anständig schleift. Ich hatte einen Arbeitskollegen, Praktikant, der war, weiß ich nicht, 18, 19 Jahre alt. Und der hat mit einer Hingabe Messer geschliffen und ich dachte so, ja, was wird der machen? Der zieht das über irgendeinen Stahl oder so. Nee. Das war hohe Kunst. Also, der hat sich da völlig gegeben. Gucken wir mal rein. Okay, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Und wie gesagt, er ist ein Rainbow. Das ist meine Lieblingsfarbe. Neben Glitzer. Neben Glitzer ist Rainbow meine absolute Lieblingsfarbe. Er sieht erstmal, okay, wir haben hier eine Cap.
Wow. Wow. Ich kann so rum nicht. Ich muss das so rum machen. Moment. Warum machen die das auch so, dass man das so richtig scheiße hier rauskriegt? Sieht in der Packung immer schön aus, aber wenn du es versuchst rauszukriegen. Wo Tofu, oder habt ihr ein Defizit? Okay, die wichtigsten Sachen haben wir gleich. Das kann ja nicht wahr sein. Wer packt es so scheiße ein? Also, hier haben wir die Top Cap. Das ist die Base. Das hier sieht aus wie ein 18 zu 15 Adapter. Dann ein 18er Drip-Tip. Und diversen Kram. Zwei Wicklungen, die werden wir nicht verwenden. Oh, hier gibt es einen normalen Pin. Das heißt, da ist ein Squonk-Pin eingebaut. Das sollte ich vielleicht irgendwie zuerst machen. Ich habe keine guten Erfahrungen mit sowas gemacht. Ein bisschen Watte, so Schnürsenkelkram und ein Schraubendreher und ein Inbus. Das ist das, was wir haben. Als erstes sollte ich doch mal den Squonk-Pin wechseln. Alles in kleinen Tütchen. Sieht auf den ersten Blick auch jetzt mal alles gut verarbeitet aus. Ja, bis darauf, dass es Rainbow ist. Es gibt ihn in verschiedenen Farben und ich habe auch gesehen, dass es ihn in Schwarz und Gunmetal gibt und das sieht dann halt um einiges cooler aus, weil er hat ja schon eine gewöhnungsbedürftige Form. Von der Form her, Durchmesser ist 22 mm. Was man auch nur noch selten sieht, und er ist als Single-Coiler ausgelegt. Und da bin ich auch so ein bisschen drauf gespannt, denn ich habe ja den Mjölnir RTA als Single-Coiler. Aber der hat für mich, naja, er hat einen Nachteil. Er hat keine zwei Nachteile. Und zwar ein Nachteil ist, wenn ich damit Liquids testen will. Er hat eine sehr, sehr tiefe Liquidwanne. Und das heißt auch, ich muss wahnsinnig viel Liquid reinkippen. So theoretisch. Wenn ich nicht wahnsinnig viel Liquid reinkippe, läuft es trotzdem an den Seiten links und rechts vorbei. Oh, beinahe eine Madenschraube verloren. Es sind übrigens Ersatzschräubchen dabei. Und noch so ein paar Dichtungen. Und dann läuft die Suppe halt immer in den Verdampfer rein. Das heißt, der ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man viel Liquid drin verwendet. Und ich hätte zum Testen gerne einen, in dem man wenig Liquid verwendet. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Mjölnir. Das ist ein super geiler Verdampfer. Es ist mein neuer Lieblingsverdampfer, was RDA angeht. Aber zum Liquids-Testen hätte ich gerne was Praktischeres. Und möglicherweise ist das hier genau das, was ich suche. Wenn er cool ist, werden wir rausfinden. Ich habe schon wieder diese rote Birne. Und ich habe die, seit ich eben gemerkt habe, dass ich vergessen habe aufzuzeichnen. Es könnte natürlich jetzt auch daran liegen, dass ich irgendwas. Es ist ein halbes Glas Bier, da kriegt man nicht so eine Birne von, oder? Atmen. Kriegen wir hin. So. Was ist denn hier in diesem Deck los? Das ist wohl Postless. Wir haben hier einmal die. Moment. Ich bin verdreht. Ich sehe es von oben nicht. Wir haben hier quasi einmal Plus und hier haben wir einmal Minus auf der Seite. Wo ist Minus? Ist es so? Ja, das ist so. Da ist Plus, da ist Minus. Und ich kann mir dadurch, dass hier vier Schrauben drin sind, aussuchen, in welche Richtung ich meinen Draht wickeln möchte. Dann ist das hier die Luftzufuhr. Das da. Da und da. Da kommt die Luft rein und kann direkt auf die Coil drauf strahlen.
Und die ist leicht nach unten gewinkelt. Das heißt, sie wird unter die Keule gehen und dann nach oben ziehen. Was eine ganz gute Idee ist, denn so kriegt die Keule halt wirklich durchgehend was ab, auch von unten. Was ich wichtig finde, ja, Airflow von unten ist schon cool. Hier geht das hier so, ja, hier geht das so durch. Pum, pum. Hier trifft sie drauf. Dann sind hier die Schrauben, mit denen die Pole angezogen werden. Und das sind Kreuzschrauben. Was ich ganz nett finde. Ich kann keine super feinen Inbusschrauben mehr sehen, denn die sind irgendwann so dermaßen durchgenudelt und das geht halt relativ flott. Und das hier sieht nach vernünftigen Schrauben aus, die auch so ein bisschen was abkönnen. Inbus, in fein, in sowas, das merke ich immer so, das knackt so schnell durch und ja, bin ich kein Fan von. Die Top Cap. Sag mal, heißt das Dragon, weil es so ein bisschen aussieht wie ein. Das sieht eigentlich nicht aus wie ein Drache, es sieht aus wie Bomberman, oder? Also wenn das hier vorne die Augen sind, es ist ein Bomberman mit einer Tröte auf dem Kopf. Das hier wird wohl die Airflow sein. Also, was die Wickelei angeht, werde ich das jetzt so machen. Markus von Chef Coils hat mir erstens mal drei verschiedene Sorten Coils geschickt. Markus, vielen, vielen Dank dafür. Da werden wir uns die Chefs Max für RDTA, RTA, RDTA schnappen. Im Singlebetrieb hat die 0,22 Ohm und das finde ich cool. Das sollte passen. Die kommen hier in diesen Döschen, diesen Plastikdöschen. So liegen sie hier drin. Das ist eine Alien, wenn ich das richtig sehe. Sehe ich das richtig? Kann die Kamera das hier noch scharf stellen? Ich glaube, das ist eine Alien. Ich bin mir bei sowas ja nie ganz sicher. Aber das könnte eine Alien sein. Und ich weiß, sie muss auf 6 mm gekürzt werden. Das habe ich mir schon durchgelesen. Ich habe hier so ein Kürzungsdingsi, mit dem er Coils die Beinchen auf eine gewisse Länge bringen kann. Ich brauche mal Werkzeug. Hier sieht es jetzt schon wahnsinnig wild aus. Ich bin einfach messy, was so Sachen angeht. Und ich habe nicht mal einen Seitenschneider. Moment. Ha! Irgendjemand in der Fritzkatz hat sich meinen kleinen, feinen Seitenschneider geschnappt. Irgendwo muss er sein. Aber wir kommen auch mit dem Großen klar. Also, in diese Schneidehilfen macht ihr an der Stelle die Keule rein, wie lang ihr die Beinchen haben möchtet. Und dann werden die unten einfach abgeknipst. Fertig. So einfach ist es. Jetzt haben wir eine Beinchenlänge von 6 mm. Okay, ich hau der Gerät mal auf den Akkuträger. Und ja, ich muss es so einbauen, dass hier einmal die Schraube ist und hier einmal die Schraube offen ist. Da ja ein Schraubenzieher mitgeliefert wird. Ja, ich sag Schraubenzieher. Ziehe ich damit die Schrauben? Oh, die ist kräftig angezogen. Seht ihr hier drin? Und hier muss ich jetzt eigentlich meine Wicklung nur noch reinfallen lassen. Wobei die Posts relativ weit auseinander sind. Ist vielleicht ein bisschen spacen. Wow. Ich muss das mal gerade zu mir ziehen. Vor der Kamera werde ich da bekloppt. Sag mal so einfach, muss man nur noch reinfallen lassen. Aber ganz so simpel ist es dann doch immer nicht. Jawollo. Und wieder rausgehauen. So, jetzt.
anziehen auf der einen Seite. Anziehen auf der anderen Seite. Und ihr könnt, wenn ihr eine Wickelhilfe verwendet, könnt ihr die einfach so einlegen zu beiden Seiten. Und jetzt können wir das Ganze noch so ein bisschen ausrichten. Sie ist nicht schön eingebaut von mir, muss ich sagen. Markus wird nicht stolz auf mich sein, wenn er das hier sieht. Das tut mir leid, aber ich musste so ein bisschen spacen. Ich versuche es nochmal nachzurichten. Schimpf nicht mit mir, Markus. Ich bin noch so ein empfindliches Seelchen. So. So. Ich musste leicht spacen, ansonsten wären die Beinchen zu kurz gewesen. Was kommen wir hier raus? 0,26 Ohm, sagt das Ding. Gucken wir mal. Vorsichtig anpulsen. Ich habe doch hier noch so einen dummen kleinen Kontakt. Ich glaube, Markus wird sauer sein, wenn er das sieht. Hey, also nicht schön, aber zweckmäßig. Das ist ja, warte mit bei. Die schmeiße ich jetzt auch noch rein. Ich meine, es ist ein Tröpfler. Man wird nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Behaupte ich einfach so. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd mit dieser Kante, die wir hier haben. Aber es geht. Okay, okay. Einmal schnibbeln. Links. Rechts. Das Schöne bei einem RDA ist, ihr müsst da jetzt nicht irgendwie groß die Watte ausfluffen oder so, weil der braucht ja nicht wirklich Liquid-Nachfluss. Das Hauptding, was man macht, ist, man kippt durch das Drip-Tip Liquid nach unten und bei der Watte verlegen, beim Tröpfler, kann man in der Regel im Normalfall nicht viel falsch machen. So. Muss da Liquid drauf. Und wie kombiniere ich denn das jetzt? Ich mache erstmal Liquid drauf und erzähle nichts davon. Liquid, Liquid, Liquid. Da kann man ruhig anständig draufhauen. Es dampft. Das dampft bei 31 Watt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jo. Okay. Top Cap. Muss die irgendwie... Na, ich glaube, man könnte... Ja, da könnte auch ein bisschen Liquid drauf, aber das... Das hat sich dann wo mit der Zeit. Und diese beiden Löcher stimmen genau mit den Löchern innen drin überein. Man hat nicht viel Spielraum. Die sind entweder offen oder zu. Ich glaube, da wirklich groß was zu verstellen, das ergibt relativ wenig Sinn. Ich habe ihn ausgeschaltet. Er hat seine Besonderheiten, dieser komische Council of Vape Xion. 1, 2, 3. Jetzt kann ich verstellen. 1, 2, 3. Jetzt ist er wieder gesperrt und jetzt kann ich ziehen. Ich zieh mal.
Alter, wieder Gas gibt mit 38 Watt. Leck mich am Arsch. Watt, was geht? Markus, wie geil ist denn diese Coil bitte? 38 Watt, 0,27 Ohm. Vapor for days, Junge. Geil. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin Coil-Skeptiker. Eigentlich, ich behaupte immer, ein guter Verdampfer ist dann ein guter Verdampfer, wenn er auch mit Runddraht schmeckt. Und man nicht irgendwie fancy Dinge tun muss, aber ich krieg eigentlich immer mehr Gefallen an diesen verkackten Handmade-Coils. An diesen kleinen Kunstwerken. Und es ärgert mich ein bisschen, dass ich Unrecht hatte. Und es ärgert mich ein bisschen, dass es so geil ist. Der Zug bei diesem Tröpfler ist recht restriktiv und schön. Er ist smooth, wie die Sau. Mal ohne Witze. Das ist ein guter Tröpfler. Ich persönlich finde ihn ein bisschen hässlich. Also er wäre in Schwarz. Das wird cool aussehen, oder? Hier drauf. Rainbow ist hässlich. Aber die Form ist besonders. Das Wickeldeck ist so ein bisschen besonders, die Luftführung ist besonders und er hat einen sauguten Geschmack. Das Ding ist, dem Liquid, was hier jetzt drin ist, kann ich keinen Benchmark bilden, denn ich probiere es gerade zum ersten Mal. Also, der Ryujin von Motofu, ich glaube, der ist in Deutschland für knapp 30 Euro erhältlich. Ich will gerade mal noch was probieren. Denn ich stehe ja so auf 22 mm Geräte und deswegen will ich den auf dem Bootpacker sehen. Der Akku hier drin, also auf jeden Fall, Hybridanschluss ist hier kein Problem. Der Pluspol schaut weit genug raus. Ja, in Rainbow. Es sieht bescheuert aus, aber es würde cool aussehen in Gunmetal. Ich glaube, es würde sogar cool aussehen in Gold. Es gibt ihn in Gold. Rainbow ist halt Rainbow. Ich muss ein bisschen die Länge des Akkus nachstellen. Das war schon sehr weit draußen. Kleinen Moment. Das ist der maximal verpeilteste Vlog, den ich bisher aufgezeichnet habe. Ich habe irgendwo das Magnetblättchen vom Woodpecker verbummelt. Und ich muss nachher auf die Suche gehen. Wir machen das jetzt einfach mit dem Simple Mod von Epic Design. Da kommt er drauf. It's a firing. Eigentlich ganz süß. Eigentlich ist es ganz cool. Und wenn er Edelstahl wäre, würde es, glaube ich, wirklich cool aussehen. So sieht's. Ja, sagen wir, es sieht ein bisschen cool aus. Was? Der Akku ist nicht ganz voll. Keine Ahnung, 3/4 oder so. 0,26 Ohm. Mechanisch.
Markus, Hochachtung. Das ist cool. Und genauso werden wir es testen. Und jetzt, wo wir gerade dabei sind, machen wir einen kurzen Break und machen vielleicht erstmal noch das da. Gute Frage zum Antwort ist das Format, wo ihr mir Fragen stellen könnt und ich versuche sie irgendwie zu beantworten. Das kann möglicherweise ab und zu mal in die Buchse gehen. Ich habe letztes Mal nicht viel bekommen. Es gibt nur ein paar Fragen, die ich beantworten werde. Wenn ihr mal was schreiben wollt, schreibt mir an diese Adresse oder schreibt mir eine Nachricht hier unten unter das Video. Ich werde das lesen, ich werde das scannen und ihr seid dann irgendwie beim nächsten Mal mit drin, wenn es denn irgendwie passt. Und es muss nichts zum Thema Dampfen sein. Das kann auch mal was Persönliches sein. Kann auch mal ein Späßchen sein oder so. Das nehmen wir einfach mit drin und ich guck mal, was hier geht. Oh, der verpeilteste Vlog aller Zeiten. Habe ich das schon gesagt? Jetzt. Django sagt: Servus Pixel, klasse Video. Die MP3 von einer alten Band ist klasse, gefällt mir. Letztes Mal habe ich eine MP3 von meiner alten Band mit reingepackt und das werde ich dieses Mal auch tun. Link findet ihr unten unter dem Video. Klär doch mal die Rechte an dem Song, das ist nämlich genau der Sound für meine Messevideos. Ich freue mich schon auf euren Hall of Fame Stream. Gruß aus dem Saloon. Django, und Django freut mich immer von dir zu hören. Django ist ein guter Django 69 auf YouTube. Gebt es ein, sucht den, schaut euch seine Videos an. Er ist ein sehr, sehr entspannter Kerl. Und was die Rechte an der Musik angeht, die ist nirgends angemeldet. Da gibt es keinen GEMA drauf oder so. Es wird auch niemand geben, der dir an den Karren pisst, weil wir sind einfach nur froh, wenn die Musik ein bisschen verwendet wird. Deswegen an alle da draußen, benutzt die Musik. Ist egal. Niemand wird euch was tun. Weder die GEMA noch die Band. Ich habe denen von erzählt und die fanden es super lustig, dass es jetzt Leute gibt, die sich die Musik anhören, nachdem die halt komplett verschwunden war. Und die sind auch ein bisschen froh drüber. Wenn ihr es irgendwo benutzt, schreibt mir doch eine kurze Nachricht und dann mich wird es interessieren, wo es eingesetzt wird. Und wie gesagt, unter diesem Video gibt es nochmal einen Link zum nächsten Song von King Dolby, die Band, in der ich früher Bass gespielt habe. Das war irgendwann 2000, ich weiß es nicht mehr genau, 5, könnte sein. Guckt da rein, hört euch das an, lasst mir eure Meinung dazu da. The Real Sarjascha. Sarjascha. Hallo Pixel. Abo auf Twitch ist raus. Vielen Dank. Auch mein Twitch-Kanal ist hier unten verlinkt. Guckt mal hin und lasst vielleicht auch dort ein Follow da. Wäre es bitte möglich, die Streams nachträglich als VOD zu speichern? Twitch kann das ja direkt machen, wenn man das einstellt. Das wäre wirklich super. Wie immer ein super Vlog. Viele Grüße aus Nordhessen und vielen, vielen Dank. Höre ich gern. Und ich habe das am Anfang verpeilt. Ich bin mit Twitch immer noch nicht zu 100% warm. Man muss einstellen, dass wenn man einen Stream gemacht hat, der auch wirklich gespeichert wird. Das Problem ist, ich habe noch keinen Affiliate-Status. Man durchläuft so verschiedene Status bei Twitch. Man ist Anfänger, dann Affiliates und dann Partner. Als Anfänger werden die gespeicherten Videos nach 30 Tagen gelöscht. Weg. Die sind einfach weg. Und das wird ein bisschen besser, wenn man Affiliate ist. Die ersten Videos bei mir sind schon komplett raus. Also alles, was ich auf Twitch bisher gemacht habe, könnt ihr nicht mehr sehen. Das ist Geschichte. Ich habe ein bisschen gebastelt. Ich habe ein Setup für die Werkstatt gemacht. Ich habe ein Setup hier gemacht. Wir haben eine Fernsteuerung gebaut. Es gibt den Ultra Knüppel 3000. Ein sehr hässlicher Joystick, mit dem ich jetzt OBS fernsteuern kann. Und so ein Quatsch haben wir dort gemacht. Es geht nicht ums Dampfen. Auch mal, aber das ist kein Hauptthema. Es geht um wildes Gebastel. Und diese Videos sind jetzt künftig gespeichert, aber aktuell nicht allzu lang. Dann müsst ihr schnell genug sein. Daniel Nicklich sagt, wieder ein sehr angenehmer Vlog. Freut mich. Was hast du denn für einen Drip-Tip auf dem GT4 drauf? Das hat es mir irgendwie sehr angetan. Daniel, das ist das Drip-Tip. Wir kriegen es scharf. Sehr schön. Und das ist von Vapor Giant. Und ich weiß nicht, ob die das immer noch so herstellen. Ich habe
noch nie ein Gerät von Vapor Giant besessen. Ich habe noch nie eins gewickelt. Ich habe noch nie eins über längeren Zeitraum benutzt. Aber ich habe dieses Drip-Tip gesehen im Laden und habe gesagt, das will ich haben. Ich finde es wahnsinnig cool. Und ich habe es vom Aromamizer auf den GT4 weitergeschleppt. Das ist mein Lieblings-Drip-Tip. Das Teflon, glaube ich, lässt sich abschrauben. Es ist zweigeteilt. Damit kann man es richtig anständig reinigen. Es wird im Sommer nicht so heiß, da es oben eben diese Kunststoffspitze hat. Und ich finde, es sieht irgendwie stylisch aus. Das ist genau mein Fall. Ja. Das waren alle Fragen, die gekommen sind. Mehr war es nicht. Wie gesagt, hier ist die Mailadresse oder irgendwie eine kleine Info unter das Video. Schreibt mir dort was. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt was mit dem Dampfen zu tun haben. Ich guck, was ich beantworten kann. Und dann tun wir das. Ich habe einen Artikel gelesen. Hat mir ein Freund auf Arbeit geschickt. Und zwar von Lawblog. Was ist, glaube ich, ein Blog von einem Rechtsanwalt ist. Und da ging es um einen Streit. Da ist eine Frau während der Arbeitszeit, weil sie ihren Schlüsselbund in die Tasche gesteckt hat, ein Akku hochgegangen. Und jetzt war die Frage, könnte man sagen, das war ein Arbeitsunfall? Denn es ist während der Arbeit passiert und es war ja auch der Schlüsselbund der Arbeit. Sie hatte einen blanken 18650er in der Tasche und hat dazu einen Schlüsselbund reingesteckt. Ich guck mal gerade, wer da genau was gesagt hat. Ich fand die Geschichte vor allem durch die Begründung des Sozialgerichts toll. Die Arbeitnehmerin argumentierte so, sie müsse in der Firma den Müll rausbringen, dazu habe sie den Dienstschlüssel in ihre Hosentasche gesteckt. Dort befand sich auch der Ersatzakku ihrer E-Zigarette. Durch den Kontakt mit dem Schlüssel soll ein Kurzschluss entstanden sein, in dessen Folge sich der Akku entzündete und die Hose der Betroffenen in Brand setzte. Es ist doof, es kann passieren. Es sollte nicht passieren, Akkus niemals ohne einen Schutz transportieren. Das ist Regel Nummer 1. Niemals. Und so ein Schutz kostet fast nichts. Kriegt ihr für 50 Cent und manchmal als Werbegeschenk. Das Sozialgericht Düsseldorf konnte hier keinen Arbeitsunfall erkennen. Der Schlüssel sei zwar mit ursächlich für den Brand gewesen, doch von ihm sei keine Gefahr ausgegangen. Und jetzt kommt der Satz. Denn Schlüssel ließen sich nicht anzünden. Oder, wie sie auch hätten schreiben können, ja, da warst du halt dumm. Das hat mit deiner Arbeit nichts zu tun. Das hat was mit Gehirn zu tun. Finde ich schön. Ich finde es, das ist, ja, ist okay. Die Brandgefahr sei lediglich im Akku ausgegangen und diese haben die Klägerin aus rein privaten Gründen dabei gehabt. Ein Arbeitsunfall liege deshalb nicht vor. Es ist nicht nur witzig, sie hat sich verbrannt und so, hey, tut mir leid, und Fehler passieren, gar keine Frage, aber diese Geschichte sollte euch immer noch mal dran erinnern. Auf jeden Fall immer mit Schutz die Akkus transportieren. Ich verlinke euch auch diesen Artikel hier unten. So, wir können jetzt noch ein Liquid testen oder wir könnten, wir gucken jetzt mal gerade in diesen Milkman-Kühlschrank. Denn so ein bisschen was will ich auch testen. So ein bisschen was will ich euch weiterreichen im Namen von Thomas. Der da echt viel reingepackt hat. Die Milkmans werde ich alle selbst probieren und ich weiß auch nicht, ob die noch so zeitgemäß sind. Wobei, ach komm, das ist ein E3 Milkman Tabake. Ich packe euch was dazu. Und zwar das hier. The Milkman Heritage Red. Es ist ein 60 ml 0 Milligramm Tabakliquid.
So sehen die Flaschen aus. Das ist super oldschool. Es ist kein Glas, es ist Kunststoff, aber ich finde, es sieht trotzdem sehr, sehr, sehr oldschoolig aus. Und sowieso sieht die Milkman-Reihe sieht halt cool aus. Das ist hübsch. Es macht das Liquid nicht besser, aber es ist hübsch. Und für mich war das damals ein Argument darin, verliebt zu sein. Ja, dann war Delights Melon Milk von Milkman mit drin. Da bin ich mal gespannt drauf. Das werde ich mir auf jeden Fall mal sichern. Dann haben wir Cool Mint von Fitzpuff. Ich würde sagen, pack ich euch in einen Gewinnstapel. Lemon Cake von Fitzpuff. Das habe ich jetzt zweimal, deswegen kann ich es auch dazu packen. Cool Woodruff, also ein kühler Waldmeister. Ich persönlich bin kein Fan von kühlen Liquids. Deswegen packt es euch einfach dazu. Brute Force Rootkit. Ich habe eigentlich auch alle Brute Force probiert, oder? Komm. Dann mache ich noch Banjo Straw Bay. Es hätte mich jetzt schon mal gereizt, weil ich bin ja jetzt nicht so der Freund vom Banjo's Marketing an sich. Aber ich finde, sie machen ganz gute Aromen. Ich hab zu viel Zeug hier in der Kiste. Für mich bleibt da noch zum Testen The Milkman Heritage Smooth Tobacco Flavored und Heritage Gold. Das sieht nach Honig aus. Ah, und das hier ist ein Vanilletabak. Außerdem hat er mir noch eine Flasche Abstrakt aus der Steamshots-Reihe dazu gepackt. Tut mir leid, die kriegt ihr nicht. Ich wollte immer mal wieder ein Steamshots-Aroma haben und ich finde die echt gut. Ha, aber das Packerl hier 2, 4, 5, 6 verschiedene zur Auswahl. Die könnt ihr gewinnen und wir brauchen Hashtag. Pass auf, wir haben zwei Gönner. Das eine ist Chef Colts, das andere ist Steamshots. Und dann hätten wir auch noch Folango. Kriegen wir das kombiniert? Steam Coilango. Steam Coilango ist als Hashtag der Ausdruck, den ihr unten reinpacken müsst. Wenn ihr nicht wisst, wie was geschrieben wird, müsst ihr suchen. Das muss stimmen. Das gehört zur Aufgabe. Steam Coilango, boom, ja. Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Und es wäre natürlich sehr nett, wenn ihr nicht einfach nur diesen Hashtag hier unten reinknallt, sondern wenn ihr mir zum Beispiel erzählt, was haltet ihr von diesem Tröpfler? Was ist da eure Meinung? Was ist eure Frage an mich für gute Frage, dumme Antwort? So ein Zeug. Knall das alles hier unten rein, plus Steam Coilango, dann haben wir sie alle abgedeckt. Ich wünsche euch viel Glück. Wir machen das Gewinnspiel, ich muss da ja eine Grenze setzen. Ne? Grenze setzen ist auch immer ganz gut, das heißt, ich werde auch dann zu diesem Zeitpunkt nochmal einen Vlog produzieren müssen. Und das machen wir in einer Woche. Einsendeschluss ist ja 18.03.2020 und danach werde ich das dann auslosen. Am 18.03.2020 fällt der Hammer, dann sind all eure Kommentare abgegeben und dann gucken wir. Irgendjemand wird dann schon gewonnen haben. So. Letztes. Wir sind quasi durch. Hey, ich habe jetzt schon fast eine Stunde zusammen. Wait, there's more. Mir fällt noch eine Sache ein. Nämlich von Afex. Auktion für einen guten Zweck. Die suchen eine neue Jingle-Musik. Sie hätten gerne eine Jingle-Musik, die immer, wenn Afex auftaucht, auch laufen kann. Und wenn Musiker unter euch sind, die sagen, ja, sowas kann ich. Ich habe dann Talent. Geht auf afex.de und dort gibt es den Punkt Kontakt. Und dort könnt ihr Christian und die anderen anschreiben, Anke und wer da noch mitmacht. Und wenn ihr Bock habt, die zu unterstützen und ihr Musiker seid, vielleicht habt ihr eine Idee für einen Jingle. Würden sich garantiert sehr, sehr freuen. So, ich drücke jetzt auf diesen Knopf hier.
Lecker Liquid, ich das Thema. Ich hab hier von Chef Colts Amuse-Bouche. Ist seine erste eigene Kreation, die er irgendwie jetzt so auf den Markt geballert hat. Das sieht so aus. Ich darf es nicht vom Gesicht haben. Das. So darf ich es haben. Das Amuse-Bouche. Laut Beschreibung: Erdnuss, Banane, Keks. Kommt als 15 ml Aroma. Findet man auf jeden Fall im Shop von Chef Colts. Chefcolts.de ist das, glaube ich. Verlinken will ich das nicht. Dann pisst mir YouTube gegens Bein. Und ich habe es eben zum ersten Mal probiert. Ich habe es schon mal probiert. Und hatte genau das besagte Problem, von dem ich eben sprach. Ich habe es in den Mölnir RDA getan, den ich kurz davor einfach nur so ein bisschen ausgeschüttelt und ausgeglüht habe und dachte so, es schmeckt stark nach Lakritz. Da war halt vorher Zipfelzapfel drin und das war auch nicht mehr so einfach rauszukriegen. Ich versuche mich mal drauf zu konzentrieren, wie das da jetzt ist. Sau süß. Es ist cremig. Das ist wohl Banane in Kombination mit Zucker und so ein bisschen Bananenmilchartig. Die Erdnuss ist nicht ganz mein Fall, denn wenn das das ist, was ich da schmecke, schmeckt es auch so ein bisschen harsch nach Erdnussschale. Also diese rote dünne Schale, die man um die Erdnuss, um den Erdnusskern drumherum hat. So ein klein wenig. Ist gereift. Ich glaube, 2,5 Wochen oder so. Also Reifung müsste komplett durch sein. Und auf der einen Seite finde ich, es ist sehr süß. Andererseits ist es auch ein bisschen harsch. Es ist kein super gefälliges Liquid. So zumindest hier der erste Eindruck. Ich mag die Cremigkeit und die Buttrigkeit. Die Erdnuss ist mir ein bisschen spitz. Und der Keks könnte mir persönlich ein bisschen kuchiger oder ein bisschen brauner gebacken sein. So eins von beiden. An was es mich erinnert, ah, das finde ich ganz cool. Oh, und dazu muss man sagen, ich muss von der Banane nicht husten. Es gibt so viele Bananensorten, von denen ich husten muss. Die hier zählt überhaupt nicht dazu, ohne Probleme. Obwohl es auch sowas leicht Gelee-Bananiges hinten dran hat. Mich erinnert das an Schwarzbrot mit Dünnbutter und Banane drauf geschnitten. Und vielleicht dann sogar noch ein bisschen Honig drüber geträufelt. Wie diese Keule abgeht mit so ein bisschen Strom. Respekt.
Das wäre jetzt aktuell in meiner Lebenssituation nicht mein neues All Day, weil ich immer noch sehr auf leicht fruchtige plus minzige Eukalyptus- und Mentholsachen stehe. Da hat sich in letzter Zeit einfach nichts dran geändert. Aber ich finde es lecker. Es ist anders, als ich es erwartet habe. Ich hätte es keksiger erwartet. Wie gesagt, mich erinnert es total an Schwarzbrot mit Butter und Banane. Deswegen geht es morgen früh zum Kaffee. Ja, ich finde es lecker. Ich finde es gut. Nicht mein All Day, aber es ist, glaube ich, ein ganz gutes Debüt. Wird abgefüllt von Trevapor. Was das kostet, kann ich euch nicht sagen. Markus hat es mir einfach so zugeschickt. Vielen Dank, Markus. Es ist irgendwie schwarzbrotig. Statt keksig. Was mir ganz gut gefällt. Was war's? Wir haben genau die Stunde voll. Ich sag danke fürs Zugucken. Ich sag danke an Markus für die Coils. Ich sag danke an Steamshots für den Kühlschrank und die ganzen Liquids, die ihr jetzt kriegen müsst. Weil bei mir alles überquillt mit Liquids. Ich sag danke an Volango für das lecker Bier, was jetzt mittlerweile echt den Gang ins Nichts angetreten hat. Ich sage danke an OBS dafür, dass ich die Aufnahme zweimal machen durfte. Danke euch fürs Zuschauen. Steamcoilango ist das Hashtag, was ihr hier unten eingebt. Drückt auf Abonnieren, wenn es noch nicht passiert ist. Drückt auf die Glocke, wenn ihr mitkriegen wollt, wenn wieder ein neues Video, ein neuer Vlog. Ja, da kommt. Daumen hoch, Daumen runter. Ihr seid alt genug. Ihr wisst, wie das geht. bis zum nächsten Mal. Ciao.